Für uns ist es wichtig, den Kindern Möglichkeiten mit dem Computer zu geben, die sie mit konventionellen Mitteln nicht haben. Haben wir einen Baustein erstellt, mit dem wir dann mit Kindern gearbeitet haben und haben sie dann immer in diesen Prozess, in diesen Forschungsprozess mit einbezogen. Das heißt, zum Beispiel die Kinder kamen zu uns an die Universität, wir haben sie beobachtet, wir haben ihnen Aufgaben gestellt, wir haben mit ihnen dann in der Gruppendiskussion darüber gesprochen, was hat ihnen gut gefallen, was fanden sie nicht so gut, was fanden sie sehr schwierig, um dann wieder in die Entwicklung zu gehen, um dann wieder Kinder einzuladen und nochmal weitere Aufgaben zu stellen und zu versuchen, das Programm so peu à peu besser zu machen.